Ja. Das Gleiche passiert mir natürlich manchmal mit Namen, die für mich auch schwierig auszusprechen sind. Und ich versuche es nochmal. Royal Highness Adzejima, meine liebe Kollegin Maria Flachsbart, liebe Linda Davis, sehr geehrte Damen und Herren. Die Dringlichkeit, jetzt zu handeln, ich glaube, die steht außer Frage. Ich will sie aber trotzdem nochmal kurz verdeutlichen. Nämlich weltweit haben wir extreme Wetterereignisse. Wir haben gerade die Bilder vielleicht noch im Kopf vom Zyklon Aida, die Bilder von Mosambik. Wir haben auf der anderen Seite genauso die Kältewelle in USA und Kanada. Die Bilder vom vergangenen Jahr von den Waldbränden in Kalifornien und selbst in die Dürren in Ost- und Westafrika. Und selbst Deutschland blieb nicht verschont. Wir hatten einen recht trockenen Sommer vergangenes Jahr und auch entsprechend Ernteausfälle in der Landwirtschaft. Das macht deutlich, wie dringlich es ist. Die Wetterorganisation für Meteorologie hat in den vergangenen Jahren jedes Mal sagen können, es war das wärmste Jahr 2015, 2016, 2017, 2018. Und noch nie ist der Meeresspiegel so stark angestiegen wie im vergangenen Jahr. 3,7 Millimeter hört sich sehr banal an, sehr wenig, macht aber nochmal deutlich, wie sich die Situation verschärft, wie es sich beschleunigt. Und damit möchte ich nicht nur die Dringlichkeit erwähnen und darauf hinweisen, sondern dass bereits bei einem Grad Erderwärmung wir solche Desaster haben, die sowohl die Menschen, die Infrastruktur und die Wirtschaft entsprechend natürlich auch beschädigt und es auch Kosten verursacht. Ganz zu schweigen, dass man Menschen eigentlich nie in Kosten verurteilt, sondern dass es eine menschliche Tragödie ist. Deswegen, wir müssen jetzt handeln. Das heißt auch, ich glaube, wir sind alle, egal wo wir sind, verantwortlich für eine ökonomische, für eine ökologische, aber vor allem auch für eine soziale Entwicklung. Und das bedeutet, wir müssen unsere Treibhausgase senken, um den Anstieg und natürlich entsprechend die Auswirkungen und die Folgen zu begrenzen. Was ist der Schlüssel? Was können wir tun, um die Treibhausgase zu begrenzen? Der Schlüssel ist vor allem im Klimaschutz zu suchen. Und wir brauchen eine globale Energiewende. Und das bedeutet, wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien und wir brauchen gleichzeitig eine Steigerung bei der Energieeffizienz. 2/3 aller Treibhausgasemissionen entstehen durch Energieerzeugung oder durch die direkte Energieanwendung. Und 1/3 allein durch die Stromerzeugung, durch fossile Energien. Und in vielen Gesprächen, die ich auch in den vergangenen Tagen, Wochen geführt habe, ist klar, dass wir eigentlich auf dem Weg des Pariser Klimaabkommens, nämlich die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, wenn möglich auf 1,5 Grad, so wahrscheinlich nicht erreichen. Und deswegen ist es auch im Kreis der Energieexperten wichtig, nochmal hier darüber zu sprechen, dass wir, wenn wir so weitermachen, bei 3 Grad Erderwärmung mit all den Auswirkungen, die ich anfangs auch beschrieben habe und noch viel schlimmer, rechnen müssen. Das bedeutet, auch in den vergangenen Jahren, nachdem wir einige Jahre hatten, als absehbar war, wir könnten langsam weniger Treibhausgase emittieren, dass im vergangenen Jahr die Treibhausgasemissionen auf 33 Gigatonnen angestiegen sind, hauptsächlich aufgrund der Verbrauchssteigerung der fossilen Energien, Öl, Gas und Kohle. Insbesondere die Zunahme der Kohleverstromung weltweit ist damit eine Ursache. Wir haben in Regionen durchaus wie in Indien, in China Rückgänge der Ausbaupläne und gleichzeitig haben wir Regionen mit Neubauplänen, zum Beispiel in Indonesien, in Vietnam, in der Türkei und Japan.
Das heißt, wir müssen uns noch stärker mit dem Ausstieg der Kohleverstromung befassen. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass auch meine Ministerin, die jetzt zur gleichen Zeit im Klimakabinett sitzt, auch schon mal sich damit beschäftigt und wir uns mit dem Gedanken tragen, der Powering Post Coal Alliance anzuschließen. Das sind die Dinge, die wir jetzt tatsächlich auch umsetzen müssen, und das bedeutet gleichzeitig, um zu dem Business zu kommen, die meine Vorrednerin auch so nochmal in den Mittelpunkt gestellt haben, wir brauchen eine Verdreifachung der Investitionen in die Energieeffizienz und wir brauchen eine Verdopplung der Investitionen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Was tun wir in Deutschland? Natürlich ist es immer ganz elegant, wenn man theoretisch darüber philosophiert, was wir zu tun haben. Und ich glaube, der Großteil ist doch auch einer Meinung. Gleichzeitig heißt es natürlich auch, wir müssen handeln. Wir haben in dieser Koalition eine Kommission ins Leben gerufen, die hieß Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung, allgemein Kohlekommission genannt. Es waren vertreten in dieser Kommission Wirtschaft, Umweltverbände, Gewerkschaften, die Regionen, die davon betroffen sind, und die Wissenschaft. Und bemerkenswert, und vielleicht kann man auch sagen, es war historisch, dass diese Kommission es geschafft hat, eine einstimmige Empfehlung an uns, an die Regierung abzugeben. Nämlich, dass wir schrittweise die Kohleverstromung beenden und eine in die Zukunft gerichtete Strukturentwicklung in den betroffenen Regionen gestalten. Und das bedeutet natürlich auch, dass Kraftwerkskapazitäten im Kohlebereich ganz konkret abgebaut werden, nämlich bis 2022 minus 25% und bis 2030 minus 60% im Vergleich zu 2017. Das heißt, in 2018 kommt noch ein Viertel unserer Treibhausgasemissionen aus Kohlekraftwerken. Wir haben jetzt mit den ersten Stilllegungen 4,5% durch Treibhausgase reduziert. Aber das ist nur ein Schritt. Ich glaube, dass wir mit unserer Kommission und mit der Beteiligung auch der Gesellschaft und der betroffenen Regionen, und das ist eine schwierige Transformation, es muss eine gerechte Transformation dann auch sein, vielleicht ein kleines Vorbild sein können. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns vernetzen und wenn wir eine weltweite Vernetzung der like-minded countries auch hinbekommen. Komme ich zum Klimaschutz und den Klimaschutzzielen 2030. Ja, genau deshalb, wir müssen diese Klimaschutzziele 2030 erreichen. Wir haben uns völkerrechtlich damit auch verpflichtet. Und wir haben auch ein europäisches Minderungsziel und dieses verankern wir im Nationalen. Das Pariser Klimaabkommen 2015 war gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsagenda 2030 und den Sustainable Development Goals der Startpunkt für eine weltweite nachhaltige Entwicklung. Und ich glaube, das macht doch nochmal deutlich, sozial, ökonomisch und ökologisch muss es uns gelingen, diese Entwicklung voranzutreiben. Viele Länder und viele Menschen vor allem setzen da auch ihre Hoffnung und haben da viel Vertrauen reingegeben. Und ich glaube, das ist wichtig, auch zur Stabilisierung in den einzelnen Ländern, dass wir dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Rückenwind gibt uns bei dieser Entwicklung durchaus das Carbon Pricing. Wir haben hier in Europa den Emissionshandel. Und ich glaube, dass wir durch die Reform auch gezeigt haben, dass wir ihn stärken können. Der Zertifikatspreis hat sich verdreifacht in der Zwischenzeit schon. Und ich bin überzeugt, dass wir durch die Reform des Emissionshandels in Europa ihn gestärkt haben und schneller und nachhaltige Anreize auch setzen können in nachhaltige Geschäftsmodelle, in nachhaltige Industrien. Die erwarteten Knappheitspreise am Anfang der nächsten Handelsperiode sind denn Anreize in die Emissionsminderung. Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen natürlich auch im Non-ETS-Bereich, im Wärmebereich und im Verkehrssektor mehr Anreize für Effizienz und den Einsatz erneuerbaren Energien.
ein Kernthema natürlich hier bei den Berliner Energy Transition Dialogues. Und meine Ministerin Svenja Schulze hat die CO2-Bepreisung zur Diskussion eingebracht. Und wir legen schon, wir sehen das bei dem Konzept, dass es zwei Erfolgskriterien braucht. Einmal muss die CO2-Bepreisung effektive Anreize setzen. Und zweitens ist es natürlich auch wichtig, dass die sozialen Verteilungswirkungen entsprechend auch beachtet werden und auch entsprechend gestaltet werden. Es geht dabei weder um CO2-Einsparungen mit der Brechstange noch um zusätzliche Einnahmen für den Staatshaushalt. Aber wir brauchen eine Lenkungsfunktion, die gleichzeitig sozial gerecht ist. Gerade zu der Frage, wie wir die Einnahmen der CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen und Bürger rückverteilen können oder wie wir damit umgehen, das wird in vielen Optionen diskutiert. Und mein Ministerium arbeitet an einem Konzept, wie eine CO2-Bepreisung klimawirksam und sozial gerecht umgesetzt werden kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir zusammenbinden müssen, diese zwei Enden, damit auch die Akzeptanz in den einzelnen Gesellschaften auch vorhanden ist und auch die Unterstützung kommt. Und vor allem junge Menschen wollen nicht weiter warten. Junge Menschen wollen jetzt, dass wir handeln. Ein Wort noch zur europäischen Klimaschutzpolitik. In diesem Jahr werden wir uns auf EU-Ebene, insbesondere mit der langfristigen Strategie über 2030 hinaus befassen. Die Europäische Kommission hat mit ihrer Vision und umfangreichen Analysen für eine klimaneutrale Wirtschaft aufgezeigt, dass ein Übergang zur Treibhausgasneutralität 2050 nicht nur technisch machbar, sondern auch ökonomisch vorteilhaft ist. Und auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Wirtschaft hat die Europäische Union in den letzten Jahren die gesamte Klima- und Energiegesetzgebung auf neue Beine gestellt. Bis zum Jahr 2030 haben wir nun einen umfassenden Rechtsrahmen, der regelt, wie viele Treibhausgasemissionen im Jahr noch ausgestoßen werden dürfen. Die Klimaschutzverordnung verteilt die EU-Emissionsreduktionsziele auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten und auf Basis der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung. Und ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres alle Mitgliedstaaten so weit sind, dass wir diese Energie- und Klimapläne auch finalisieren. Die verbindlichen Anforderungen auf EU-Ebene entsprechen weitgehend unseren nationalen Zielen. Und Deutschland wird sein 2020-Ziel zwar verfehlen, was den Non-ETS-Bereich anbelangt auch. Und das bedeutet natürlich auch Zertifikate zukaufen. Ich will damit auch nochmal sagen, es ist wichtiger, dass man vorher eigentlich investiert in erneuerbare Energien, in nachhaltige Technologien. Das ist ökonomisch sicherlich sinnvoller, als hinterher auch die Kosten dafür zu bezahlen. Und gerade Deutschland mit seiner Innovationsstärke hat eine besondere Verantwortung auf dem Weg der Dekarbonisierung. Beispiele sind durchaus auch bei dem, nicht nur beim Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern auch bei der Integration erneuerbarer Energien, bei optimalen Netzen, bei Speichertechnologien und der Entwicklung von sogenannten Power-to-X. Ich glaube, wir sind schon weit, aber wir brauchen da noch mehr Dynamik, damit wir eigentlich die Geschwindigkeit, die wir brauchen, um die 2030-Ziele und dann auch unser Pariser Klima-Agreement-Ziel zu erreichen, noch mehr nach vorne bringen können. Und natürlich gibt es auch Bereiche, da wird es schwieriger. Ich denke jetzt mal an bestimmte Industriebereiche. Auch da wollen wir unterstützen. Und deshalb hat mein Haus ein Förderprogramm zur Dekarbonisierung in der Industrie aufgelegt. Wichtig ist sicherlich, dass wir bei dem Punkt erneuerbare Industrie, Verkehr, Gebäude genau nochmal sehen in den einzelnen Sektoren, wie wir sie miteinander verbinden können und wie wir die Sektorkopplung voranbringen können. Damit dies alles gelingt und nochmal zurückkommend auf, was passiert eigentlich, wenn es uns nicht gelingt? Welche Auswirkungen hat es? Es hat nicht nur Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels oder
Desasters, sondern es hat tatsächlich auch was mit Frieden zu tun, es hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Und das fordern junge Menschen ein, die Fridays for Future Bewegung kommt zum richtigen Zeitpunkt, um uns Älteren auch nochmal zu zeigen, handelt endlich, bewegt euch, seid mutig. Und ich glaube, das müssen wir tatsächlich aufnehmen. Die Rolle der Industrieländer ist klar. Und ich bin zuversichtlich, dass mit Dialogen wie hier in Berlin mit den Berliner Energy Transition Dialogue wir es nach vorne bringen. Ich freue mich, dass Sie weiter sich mit einbringen, dass Sie mit dafür sorgen, dass wir die Klimaschutzziele 2030 und 2050 erreichen, damit wir weltweit gemeinsam zusammenarbeiten und gemeinsam für eine bessere Welt auch eintreten können. Herzlichen Dank.